Ja, willkommen zu einem neuen Indie-Horrorspiel. Kann man das hier als Indie-Horrorspiel bezeichnen? Ich weiß es nicht genau. Es heißt Bandy and the Ink Machine. Und wir können hier Kapitel Nummer 1 spielen. Und es soll so sein wie ein Tag im Büro von Mr. Maus. Also finden wir es raus. Ich habe Angst vor Mr. Maus. Hallo, Mr. Maus, ich bin's. Ich weiß, die Likes waren nicht so gut. Ja, auch die Zahlen der Zuseher waren nicht berauschend. Es war Quantums Schuld. Ich kann nichts dafür. Ich bin unschuldig, wirklich. Mr. Maus, ich bin absolut unschuldig. Ich würde ganz gerne meinen Job und natürlich auch mein Leben behalten. Das wäre sehr, sehr nett. Darüber würde ich mich sehr freuen. Oh Mann, wo bin ich hier nur wieder gelandet? Alter, sieht dieses Spiel geil aus, oder? Das hat wirklich was ganz, ganz Besonderes. Eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Wirklich? Hier haben wir gearbeitet? Okay, irgendein Joey wollte sich hier mit uns treffen. Der gute Joey. So werden Zeichentrickfilme hergestellt. Dreams come true. Träume werden wahr. Tja, meine Träume sind geplatzt, wie mein letzter Gehaltscheck. Ich war einfach nicht gut genug. Ich habe alles versucht, aber ich war eben nicht gut genug. Die ganzen Türen hier sind zu, verschlossen, verrammelt. Ink Machine. So this is the Ink Machine, huh? Wonder how you turn it on. Für was braucht man denn so eine Maschine? Oh, die leckt aber ganz schön. Tja, ich würde mal behaupten, die Maschine ist böse. Genauso wie diese Pappaufsteller hier drüben. Die kommen irgendwie ganz, ganz merkwürdig vor. Okay, wohin? Wo gehen wir als nächstes hin? Alle Türen sind zu. No. Der tanzende Dämon. Überall steht Dämon und Teufel und Bretter. Ach du Scheiße, was ist hier drüben? Oh my God. Joey, what were you doing? What the fuck? Pluto, was hat er dir angetan? Okay, Moment. Wer lacht nun? Kann es sein, dass er irgendwie es geschafft hat, Zeichentrickfiguren zum Leben zu erwecken und hat sie dann aufgeschlitzt und untersucht? Das sieht so abartig geil krank aus. Eine Mischung aus geil und abartig eben. Alright, how do I get this to work? Okay, Moment. Wie können wir die Maschine hier starten? Ich denke mal, wir brauchen diese 6 Objekte hier. Ein Buch, Werkzeug, Zahnrad, Tinte, Musik und eine Figur. Echt merkwürdig hier. Ah, Mann! Who put this here? Wer war das? Ich hab's ja gesagt, die Dinger sind unheimlich. Hey, Goofy. Frankenstein-Goofy. Franken-Goof. Was haben wir hier drüben? Kann ich das mitnehmen? Kein Zahnrad. Ey, ich liebe dieses Design. Ich liebe diese Optik. Die hat mich irgendwie total angeturnt. Deswegen wollte ich unbedingt dieses Spiel hier spielen. Das sah irgendwie sehr, sehr cool aus. Oh! Hey, kleiner Mann. Quiek, quiek. Dich brauchen wir doch, oder? Wir können dich doch direkt mir hier zurückbringen. Sprinten geht leider nicht. Wir müssen also ganz langsam und träge hier durch die Gänge kriechen. Oh, okay, das landet direkt hier. Ja, es ist auf jeden Fall ein magischer Ort, Disney eben. Dort werden Frauenbilder geformt und Zeichentrickfiguren ausgeschlachtet. Das steht für die Vermarktung. Oh. At this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animation sure aren't being finished on time anymore. And I certainly don't see why we need this machine.
Joey says. Keep things going. I think he's lost his mind. But hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes burst, I'm out of here. Okay, dieser Joey wurde anscheinend verrückt und hat irgendwas von Göttern geredet. Er meint wahrscheinlich Mr. Maus, der in Valhalla seine Kräfte regeneriert. Was haben wir hier für einen Laden? Aha! Ah ja. Ich brauche nur mehr von diesen Teilen. Kann man die Projektoren hier anwerfen? Das sind keine Zahnräder, sondern irgendwelche Filmrollen. Moment, der Raum hier muss es doch irgendwas geben. Also irgendwann müssen wir hier hin, denn hier können wir die Maschine wohl wieder aktivieren. Den Fluss. Den ewigen Tintefluss. Okay, Musik. Dann hatten wir noch Tinte. Ein Tintenglas brauchen wir auch noch. Haben wir ja gesehen, bei meinem alten Schreibtisch oder sowas. Sehr bedrohlich irgendwie, die Soundkulisse hier. Aha! So, wir machen Fortschritte. Ein Ding mehr. Jetzt hole ich mir erstmal hier noch den Shit von meinem Schreibtisch. Okay, die Dinger hier bewegen sich. Der alte Projektor hier drüben, kann der irgendwas? Warte mal, können wir hier irgendwas mitnehmen? Irgendwas hier zu mitnehmen? Ah, guck mal hier. Bandy. Hallo? War da was? Also auf einen Schlag habe ich jetzt hier richtig viel gefunden. Was fehlt denn noch? Zahnrad? Ah ja, richtig. Werkzeug. Und hier drüben ist ein Buch. So. Hä? Jetzt kommt hier Musik. Din, 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 din. Ich brauche doch noch ein bisschen Werkzeug. Boah. Das Geräusch von diesen Dingern hier. Die ganzen Türen hier sind Deko, ja? Die ganzen Türen hier sind Fake. Okay, ich verstehe. So ein Pappaufsteller hier mitnehmen. Werkzeug. Wo könnte ich Werkzeug finden? Wahrscheinlich bei der Maschine. Oder ich meine, wäre irgendwie naheliegend. Ah, guck mal hier. Oh! Ich habe alles gefunden. Okay, that's all. Ah, ich dachte schon. Just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Okay, den haben wir ja schon gefunden. Das war das Ding da hinten. Ich wette, jetzt wird Goofy... Oh Gott! Oh Mann! Was? Mind Game. Games. 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 Der Laden läuft. Alles cool. Okay, das ist nur die Maschine. Das ist nur die Maschine. Wir reden hier von Zeichendreck. Das ist alles nur... Das ist nur Pappe. Das ist nur stinkende alte Pappe. No. Dem da traue ich nicht. Vor dem hätte ich wirklich Angst. Schaut ihn euch an. Das ist schon ziemlich krank. Schon ziemlich abartig. Aber der Kollege hier ist angekettet. Ich denke nicht, dass er wegkommt. Alright. So, wir haben die ganzen Sachen hier und... Energie! Running. Die Maschine rennt. Läuft. Rennen wir auch gleich? Oh nein. Ich höre doch hier was.
Kumpel, wirst jetzt lebendig. Aber er ist nicht in irgendeiner Form mit der Maschine verbunden. Okay, warte mal, wir gehen nochmal hier hin. Sonst noch irgendwas Wichtiges hier? Nee, hier sind wir durch. Folgen wir den Rohren? Mr. Maus! Mickey! Du alter Dödel! What? Oh Gott! Oh mein Gott! What the fuck? Oh nein! Ich muss hier raus! Scheiße, ich komme hier nicht weg! Ah, hier drüben! Wow, 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 wow! Oh nein, ich bin noch tiefer drin. Aber ich bin bewaffnet. Okay, wie es scheint, fühlen sich die Zeichentrickfiguren hier belogen und verarscht von ihrem Schöpfer. Alles klar, ich dachte erst, ja, nee, passiert irgendwie gar nichts. Und dann boom, Killer Mickey Maus. Kann man sich irgendwie ducken? Kann man springen? Springen geht. Kann ich hier eine Kerze mitnehmen? Alter, was ist das hier? Satanistische Mickey-Maus-Disney-Scheiße. Das war's. Das war die Demo. Das war die Demo. Ganz ehrlich, ich würde es mir kaufen. Ich würde es mir kaufen. Gar nicht mal so schlecht. Hat irgendwie Spaß gemacht. Ich finde den Grafikstil genial. Das turnt irgendwie an. Gut, eure Meinung zu dem Spiel gerne in die Kommentare. Ich wollte es mir einfach mal reinziehen, wenn ihr es selbst spielen wollt. Link in der Beschreibung. Eine Bewertung wäre schick. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.